Herzlich willkommen zu Börsensessional. Schön, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. Ja, es ist doch seltsam. Jetzt hat die EZB die Zinsen gesenkt. Alle hatten ja befürchtet, weil die Inflation doch noch nicht so ganz auf 2 ist. Aber in Europa sind wir nahe 2 und deswegen hat die EZB jetzt die Zinsen gesenkt vorgestern und der Aktienmarkt hat kaum reagiert. Oh, Überraschung. Und da fragen sich natürlich viele Anleger, ist der Aktienmarkt jetzt doch so schwach, dass es bergab geht? Der Juni ist ja in der Regel ein schlechter Monat. Oder geht es doch weiter bergauf, weil die Zinsen sind niedrig, das kommt ja in der Wirtschaft an und dann sollten die Gewinne auch steigen. Und da schauen wir uns an mit der technischen Analyse nach dem Intro. Als erstes schauen wir uns den globalen Aktienmarkt an und untersuchen auf ganz wichtige Unterstützungslinien. Das ist einmal die wichtigste Linie für Fondsmanager und Vermögensverwalter hier, der Jahresstart. Und der Abstand zum Jahresstart zum jetzigen Kurs ist bei über 11%, 11,6% haben globale Aktienfonds oder globale ETFs erreicht. Das heißt, die Anleger sind alle im Plus. Es wurden auch All-Time-High, also Allzeithochs, Höchststände erreicht. Das heißt, dass die meisten Anleger tatsächlich im Plus sind. Bei All-Time-Highs sind alle Anleger im Plus, die Aktien gekauft haben. Zumindest die diesen Index gekauft haben oder den MSCI World, wie auch immer. Das ist immer ganz gut. Das heißt, die Vermögensverwalter und die Fondsmanager haben Risikopuffer. Es kann jetzt mal nach unten gehen, ohne dass dann gleich Panik aufkommt. Anders ist es, wenn diese Linie hier am Jahresstart, wenn die erreicht wird, dann wird es kritisch und dann gehen doch viele Vermögensverwalter und Fondsmanager, die Mischfondsmandate haben, dann doch lieber aus dem Markt raus, damit die Anleger keine Verluste haben. Es wird immer aufs Jahr gerechnet. Dann eine wichtige Linie ist natürlich das letzte Tief. Das war hier im April, Mitte April, 19.04. Der April war ja ganz komisch, ein schlechter Monat. Das ist eigentlich ganz ungewöhnlich. Allerdings nicht im US-Wahljahr, da ist es ganz normal. Allerdings ist im US-Wahljahr auch der Mai schlecht und das war dieses Jahr nicht der Fall. Deswegen ist die Sorge groß, dass der Juni wie so oft ein schlechter Monat wird und das wollen wir ja beantworten. Auch eine ganz wichtige Linie ist die 200-Tage-Linie. Hier, das ist ja praktisch der Durchschnitt der vorangegangenen 200 Tage. Das ist eine geglättete Kurve. So, und da sehen wir 9,76% Abstand des jetzigen aktuellen Kurses zum 200-Tage-Durchschnitt. Muss man sagen, sehr gesund, gut. Wenn es mal weit über 10 gibt, gibt es Anleger, gibt es Vermögensverwalter, die hier dann rausgehen. Da gibt es Methoden, die sind allerdings nicht in der Überzahl. Deswegen ist diese Marke jetzt nicht so wichtig, aber auch ein Punkt, den man sich gern anguckt. Eher nach unten, deswegen habe ich die Linie rot gemacht. Wenn der Kurs an die 200-Tage-Linie kommt, da gibt es tatsächlich sehr viele technische Systeme, die dann nochmal verkaufen, die dann den Abwärtstrend noch beschleunigen. Aber da sind wir weit von entfernt. Das heißt, alle technischen Analytiker gehen davon aus, dass wir in einem Aufwärtstrend sind. Und so ist es auch, wenn Sie hier die schwarze Kurve sehen, der globale Aktienmarkt, da sind wir in einem schönen Aufwärtstrend mit einem kleinen Rücksetzer hier oder mit einem Rücksetzer im April. Und jetzt geht es wieder bergauf. Auch hier muss man sagen, wir sind jetzt im Aufwärtstrend. Wenn wir hier uns das anschauen, der Kurs ist jetzt höher als das letzte Hoch. Das Tief ist höher als das letzte Tief. Das heißt, hier haben wir einen Aufwärtstrend. Abstand zur 200-Tage-Linie ist gesund. Das heißt, das Big Picture, sage ich mal, vom globalen Aktienmarkt ist positiv. Wir sind in einem Aufwärtstrend, in dem es aber auch normal ist, dass es mal Korrekturen und Rücksetzer gibt. Und ich sage Ihnen gleich im Anschluss, warum ich davon ausgehe, dass der Juni eher ein bisschen zurückkommt, wenn auch nicht stark. Dann haben wir hier den relative Stärkeindex, der ist auch in einem Aufwärtstrend und über 50 ist es ja ein positives Signal. Kontraindikator, wenn es über die rote Linie geht, da sind wir nicht. Also auch der relative Stärkeindex gibt einen Aufwärtstrend, einen gesunden Aktienmarkt, der nach oben geht. Dann gucken wir uns dasselbe natürlich am wichtigsten Markt überhaupt an in Amerika. Dann sehen wir hier ein ähnliches Bild. Das heißt,
Der Jahresstart, also vom Jahresstart aus, sind es 12,86%. Der amerikanische Aktienmarkt ist besser gelaufen als der globale, also das ist der am best gelaufene Markt. 12,86% plus, aber Achtung bitte, das ist in Euro, nicht in US-Dollar. Das heißt, das ist für uns Anleger, die Euro besitzen. Dann sehen wir hier das letzte Tief. Da ist eine Unterstützungslinie, falls der Markt mal hier runterkommt. Und natürlich die wichtige Linie, 200-Tage-Linie. Da haben wir 10,36% Abstand, auch gut. Und ebenfalls am amerikanischen Aktienmarkt sehen wir, wir haben einen Aufwärtstrend, der ungebrochen ist. Also das wird nicht diskutiert, auch wenn viel Ängste am Markt sind, weil es so gut gelaufen ist und natürlich Ängste sind, dass die Inflation nicht runterkommt, besonders in den USA. In Europa sind wir da ja etwas entspannter. Aber in Amerika kommt sie nicht so weit runter auf die 2%, die man haben will. Deswegen ist natürlich schon, sind Ängste am Markt. Aber wenn man das technische Bild ansieht, dann ist eigentlich die Welt in Ordnung. Ich schiebe das nochmal ein bisschen hier rüber und dann sieht man auch, dass auch der Stoxx America 600 ein Allzeithoch hat. Und das heißt, alle Anleger sind im Plus und das ist eher als Kontraindikator zu sehen, denn wenn alle Plus haben und ein bisschen Angst am Markt ist, dann gibt es doch der eine oder andere, der mal dann auch wieder Aktien verkauft, die Gewinne mitnimmt und dann gibt es kleine Rücksetzer, wie wir das im April gesetzt haben, wobei im April die Angst etwas größer war vor Inflation und dass die Zinssenkungen nicht kommen. Jetzt ist die Zinssenkung zumindest in Europa gekommen und das ist ja schon mal ganz gut. Dann schauen wir uns dasselbe am S&P 500 an. Achso, Entschuldigung, relative Stärkeindex, ähnlich wie am globalen, geht hier schön nach oben, über 50, aber nicht über der roten Marke. Auch hier ist alles gut. Wir haben hier eine starke Unterstützungslinie. Das heißt, wenn die Kurse zurückgehen, wird es hier wahrscheinlich eine Trendwende geben. Das heißt, vom Jahresstart an ist man immer noch gut im Plus mit Aktien im Stoxx America 600, also von Europa aus gesehen. Und jetzt schauen wir uns das von Amerika aus, den wichtigsten Index, den S&P 500. Kaum ein Unterschied zu sehen. Der Euro-Dollar-Verhältnis, das hat sich jetzt nicht so wahnsinnig bewegt in diesem Zeitraum. Das sind nur Nuancen. Das heißt, der S&P 500 hat 12,75% plus gemacht, in Dollar natürlich. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist etwas höher, 11,6%, aber auch alles gut, alles im grünen Bereich. Und das bedeutet eben auch, wir haben hier eine tolle Unterstützungslinie. Das heißt, sollte der Markt zurückkommen, wird wahrscheinlich hier schon gestützt, aber hier dann auf jeden Fall. Das heißt, man wird im Plus bleiben. Warum ich den S&P 500 auch nochmal gern nehme, nicht nur, dass man das in Dollar-Ergebnis der amerikanischen Aktien sieht, sondern auch, weil man hier die Volumen von den Börsen bekommt. Und wir sehen hier schöne, ordentliche Handelsvolumen, immer mal mit so einem Peak. Das war hier jetzt der Hexensabbat im März. Hier Hexensabbat im Dezember. Hier war jetzt kein Hexensabbat, der kommt jetzt erst Ende Juni. Aber hier war was am Markt, irgendwelche Veröffentlichungszahlen, dass dann ganz viele jetzt am Anfang Mai gekauft haben und die Kurse auch wieder nach oben getrieben haben. Aber wir sehen hier, dass die Volumen, hier hat man schon gesehen, die Volumen steigen, sind die Kurse auch wieder hoch. Also der Trend ist, ja, ist gesund. Also man guckt immer, wenn das Volumen in dieselbe Richtung geht wie die Kurse, also Volumen geht runter und die Kurse gehen runter, dann wird der Trend bestätigt, Kurse gehen hoch, Volumen geht hoch, wird der Trend bestätigt. Das haben wir jetzt, das ist der Fall, gehen die Kurse hoch, gehen auch die Volumen hoch. Also da ist auch alles in Ordnung, was die Volumen angeht. Interessant wird es immer, wenn es gegenläufig ist. Das heißt, die Kurse gehen runter, die Volumen gehen hoch. Das heißt, da kaufen große ein, dann gibt es bald eine Trendwende. Das haben wir nicht. Das heißt, der Trend wird auch vom Volumen gestützt. Dann gucken wir uns natürlich Europa an. Europa ist jetzt auf Jahressicht nicht so stark wie USA. Der Abstand vom Jahresstart, also ganz wichtig, auch hier schön im Plus, aber 9,32%, also ein bisschen geringer. Obwohl es hier immer wieder Phasen gab, wo Europa schneller lief als USA, weil Europa deutlich unterbewerteter ist als USA. Die US-Aktien, gar die großen, sind extrem überbewertet, die europäischen Aktien eher etwas unterbewertet. Deswegen hat der Markt noch mehr Potenzial in meinen Augen. Aber auch hier technisch alles in Ordnung, einen ordentlichen Abstand zur 200-Tage-Linie. Hier haben wir ein Unterstützungstief, falls es runterkommt.
seit Jahresbeginn 9,3, also auch hier enorm Risikopuffer. Und auch der relative Stärkeindex ist über 50 und unter 70, also alles in Ordnung technisch. Genau, und dann schauen wir uns noch was Interessantes an, aber vorher noch ganz kurz Resümee. Also technisch gesehen, wenn wir jetzt mal ein paar Indikatoren, die wichtigen Indikatoren anschauen, sind wir in einem Aufwärtstrend. Kein Grund zur Panik, auch wenn die Kurse jetzt im Juni, wovon ich ausgehe, schauen Sie sich das Video zur Saisonalität an, dann gehe ich davon aus, dass wir im Juni eher eine Seitwärtsbewegung haben, vielleicht eine kleine Korrektur und dass am Ende des Monats der Schub kommt und im Juli wir wieder einen starken Monat bekommen und das vielleicht sogar bis September wieder so eine Schwungphase bekommen, bis dann die heiße Phase der US-Wahl, des US-Wahlzyklus kommt. Das wäre so ganz typisch saisonal. Schauen Sie sich das Video an zur Saisonalität. Da habe ich ja einiges dazu gesagt. Jetzt wollte ich Ihnen noch gucken, weil wir haben ja den Mai vorbei. Da wird ja Sell im May immer diskutiert. Wir wollen mal gucken, ob sich Sell im May bis jetzt zumindest gelohnt hat. Und hier habe ich ein Anlagezertifikat, das ich an der Stuttgarter Börse relaunched habe oder beziehungsweise sag ich mal, für Anleger zur Verfügung gestellt habe. Das ist praktisch so, lege ich mein Geld an. Eine von vielen Strategien, Sell in May Euroland Aktien, also da wird praktisch das Stoxx Europe 50 gekauft und im Mai verkauft. Und dann haben wir noch die Halloween Strategie, Sell in May, das sind praktisch globale Aktien oder ETFs, die hier auch im Mai verkaufen und dann Halloween wieder kaufen. Und wir sehen jetzt auf 3 Jahre, dass Sell in May deutlich besser gelaufen ist als der Gesamtmarkt, also 34% plus in 3 Jahren, wenn der Stoxx Global 1800 28% plus hatte der Stoxx, Euro Stoxx 50, was ja der eigentliche Index ist für dieses Zertifikat, 22%, also mit 12% outperformed in 3 Jahren, während die Halloween-Strategie Sell in May mit globalen Aktien etwas schwächelt, also war es nicht wahnsinnig schlecht, aber hat den globalen Aktienmarkt nicht outperformed. Das Ganze auf 1 Jahr. Da auch hier ein deutlicher Vorteil für Sell in May Euroland-Aktien. Also das nur so nebenbei, weil ja Sell in May diskutiert wird. Das hat sich die vergangenen 2 Jahre sehr gut gelohnt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Es wird spannend. Abonnieren Sie den Kanal, denn wir machen nächste Woche dann eine Fundamentalanalyse und gucken, wie die Aktienbewertungen sind. Und jede Woche gibt es dann immer wieder eine Aktienanalyse. Ich danke Ihnen. Alles Gute, Ihr Thomas Hupp.